Wenn die Flucht ein gesammelter Wind zernagt, dann verlieren die Bäume das Laub. Wenn wir sehen, wie wenig wir Frucht gebracht, singen wir vor dir her in den Staub. Herr, hilf zu bringen, dir des Geistes Frucht, dir zu weihen die Gaben und Kraft. Gib das dein Geist, des Feuers Flammen entfacht, denn nur er in uns dein Leben schafft. Wenn die Erde voll Weizen sich niedrig beugt, war der Sommer für sie nicht umsonst. Hilft das keiner von uns vor dir leer erscheint, wenn auf deinen Erlösten du kommst. Hilf uns ernst zu nehmen des Lebens Zeit und die Not unseres Nächsten zu sehen, dass im Einklang das Leben und Worte sind. Hilf uns fest in der Wahrheit zu stehen. Herr, hilf zu bringen dir des Geistes Frucht, dir zu weihen die Gaben und Kraft. Gib das dein Geist, des Feuers Flammen entfacht, denn nur er in uns dein Leben schafft. Deine Liebe, die du in die Welt gebracht, soll regieren die Herzen und Sinn, dass wir Kraft uns verleihen im Glaubenskampf und die anderen auf Himmel beziehen. Der Hilf zu bringen, dir des Geistes Frucht, dir zu weihen die Gaben und Kraft. Gib das dein Geist, des Feuers Flammen entfacht, denn nur er in uns dein Leben schafft. Der Hilf zu bringen, dir des Geistes Frucht, dir zu weihen die Gaben und Kraft. Gib das dein Geist, des Feuers Flammen entfacht, denn nur er in uns dein Leben Liebe Brüder und Schwestern und liebe Gäste, ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl hier seid und grüße euch auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir feiern heute Erntedank und werden erinnert an die Ernte des Feldes, an die Ernte des Lebens und an die Ernte der Welt. Diese drei Punkte möchte ich mit uns betrachten. Das erste ist die Ernte des Feldes. Das sehen wir auch heute wieder in üppigerweise mit dankbarem Herzen, dass der Herr hat wachsen lassen. Und wir lesen in 1. Mose 8, Vers 22. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und das hat Gott gesagt nach der Sintflut. Als die Menschheit so böse geworden war, dass Gott die Sintflut schicken musste. Aber er schützt jetzt uns, er hält seine bewahrende Hand noch über uns, auch wenn wir jetzt in der Endzeit leben, wo es auch wieder ist wie in den Tagen Noahs. Aber noch leben wir in der Gnadenzeit, noch schenkt uns Gott eine Ernte. Wir wissen nicht, wie es vielleicht in einem Jahr oder in einigen Jahren ist.
Wir wollen jeden Tag dankbar sein, den der Herr uns noch schenkt, wo der Herr noch wachsen lässt. Ich habe gehört, wenn es keine Bienen mehr gäbe oder Insekten, dann müssten wir verhungern, weil dann auch nichts mehr befruchtet würde, nichts mehr wachsen würde. Und allein schon durch ein Bienensterben könnte es plötzlich ganz anders aussehen. Alles liegt in der gnädigen Hand Gottes, auch unser Leben. Die Früchte kommen heute ja meistens aus dem Supermarkt, aber wunderbar ist, wenn man einen Garten haben darf oder vielleicht auch Landwirtschaft und sehen darf, wie es heranwächst, wie es reift, wenn man die Früchte also selber wachsen sieht und den Geruch wahrnimmt der Erde und der Blüten und all dieses erleben darf. Wir sind dankbar, dass wir auch ein kleines Gärtchen haben und da können wir schon früh auch unseren Kindern zeigen, schau mal, es ist nichts selbstverständlich. Alles ist abhängig von der Sonne, vom Regen, von der Pflege, vom Unkrautjäten. Nach dem Sündenfall ist ja auch Unkraut erst gekommen, vorher gab es das nicht. Dornen und Disteln, so wird in 1. Mose 3 gesagt. Auch die ganze Sünde. Aber alles das wird einmal nicht mehr sein im himmlischen Jerusalem. Wenn neuer Himmel, neue Erde von Gott erschaffen werden, dann, so heißt es in Offenbarung 22, wird der Baum des Lebens stehen und wird seine Früchte geben, dass die Menschen gesund sein werden, dass kein Tod mehr sein wird. Es wird keine Mühsal mehr geben, keine Schmerzen, keine Krankheit. Das ist das, worauf wir hoffen, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wenn wir Vergebung haben unserer Schuld und Sünde durch sein Blut, das er am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Dann werden wir in dieser himmlischen Herrlichkeit einmal sein dürfen. Und ich wünsche es so sehr jedem von uns, ich weiß nicht, ob heute 200 oder 300 Menschen hier sind, aber dass ihr alle einfach das wissen dürft, wir werden uns im Himmel wiedersehen und dort die freudige Hoffnung haben. Also nicht mehr Hoffnung, sondern dann vom Glauben zum Schauen gelangt sein. Worauf wir gehofft haben, das werden wir schauen, nämlich das Angesicht Jesu und die vollendete Schönheit, die in der Offenbarung 22 und auch Kapitel 21 nur mit schwachen menschlichen Worten ausgedrückt werden kann. Wie Gold alles und glänzend und ja, ich kann es auch nicht beschreiben. Lest einmal hier am Ende der Bibel. Noch erleben wir diese Gnade Gottes, aber wir erleben auch Frost und Hitze, Sommer und Winter, diesen Wechsel der Jahreszeiten und auch Tag und Nacht. Am Tag, der Tag ist zum Arbeiten da, dem Herrn zu dienen und die Nacht ist zum Schlafen da. Heute bei der elektrischen Beleuchtung ist leider oft nicht mehr so. Da wird oft die Nacht zum Tag gemacht, aber wir als Kinder des Herrn, wir sollen Kinder des Lichts und des Tages sein. Und auch in der Nacht dann ihn verkündigen und nicht der Sünde nachgehen. Kinder des Lichts, 1. Thessalonicher 5, Vers 5. Ich lese jetzt zum zweiten Punkt. Das erste war ja die Ernte des Feldes, jetzt die Ernte des Lebens. Da geht es darum gerade, dass wir Licht sind und nicht Finsternis. In Galater 6, Vers 7 bis 9 lesen wir, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, das heißt auf sein natürliches, vergängliches, sündhaftes Wesen als Mensch, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, das heißt auf den Geist Gottes vertraut, der im Herzen aller geretteten, gläubigen und wiedergeborenen Kinder Gottes wohnt, wer darauf sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Und dann heißt es weiter in Galater 6, Vers 9, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Die Ernte des Lebens. Dazu eine Begebenheit aus Indien. Eine alte indische Geschichte erzählt von einem reichen Kaufmann, der zur Zeit der alten Könige in Madura lebte. Sein Name war Sanmugan und er war als weiser und kluger Mann bekannt. Dieser reiche Mann hatte zwei Söhne und nach der Landessitte musste einem davon nach seinem Tod das Erbe geben und ihn zum Familienoberhaupt einsetzen. Zum Oberhaupt. Deshalb erzog er die Söhne besonders sorgfältig. Und als es auf das Sterben zuging, wenn man weiß, ist, sollte man ja vor, da hat er diese Söhne versammelt und hat jedem von ihnen 5 Silbermünzen gegeben. 5 Silbermünzen bekam jeder. Und dann sagte dieser weise, im Sterben liegende Vater, meine Söhne, der Tag ist gekommen, da ich einen von euch zum Familienoberhaupt ernennen muss. Nehmt diese Münzen, es sind nur wenige, aber ich will damit prüfen, ob ihr weise seid.
Derjenige, der mit 5 Münzen die große Halle meines Hauses füllt, die große Halle füllt, und zwar vom Boden bis zur Decke, der soll das Haupt meiner Familie sein. Und die Freunde, die dabei standen, sagten, das ist ein gutes Urteil. Also warten wir ab, was die beiden Söhne tun werden. Nun, der ältere Sohn, wie sollte er das Haus füllen? Er ging durch die Plantagen seines Vaters und da war eine große Menge Zuckerrohr angebaut. Und dann sah er, dass da viel Abfall lag. So Zuckerrohr, das schon abgeerntet war, ausgedroschen war, wo der Saft schon draußen war. Und diese ganzen Müll, diese ganze Zuckerrohrbündel, die nahm er und kaufte die für 5 Silbermünzen und brachte die ins Haus seines Vaters und füllte diese Halle vom Boden bis zur Decke mit diesem verbrauchten Müll, diesem Zuckerrohr. Jedenfalls, das Haus war ja gefüllt, die Aufgabe war erfüllt. Ja. Nun, dann sagten die Freunde auch zu dem Vater, das hat er aber ganz gut gemacht, er hat alles hier gefüllt mit nutzlosem Zuckerrohr, aber die Aufgabe ist erfüllt. Der andere Sohn, wie kann er das jetzt noch mehr füllen? Gibt es da noch eine Möglichkeit? Und dann sagten sie, wartet ab, was der zweite Sohn tun wird. Nun, was tat der zweite Sohn? Er sagte, räumt die Halle wieder leer, räumt sie leer und sie ließen sie also ganz leer räumen. Dieser ganze Müll, dieses verbrauchte Zuckerrohr kam heraus. Und was tat er dann? Er nahm eine Wachskerze, die nur eine Kupfermünze gekostet hatte, keine 5 Silbermünzen. Eine kleine Wachskerze stellte sie in die Mitte des Raumes und sie gab ihr Licht und beleuchtete den ganzen Raum, füllte den ganzen Raum vom Boden bis zur Decke. Und nun, was meint ihr, wer das Erbe erhalten hat, wer das Familienoberhaupt wurde? Der zweite Sohn, der Vater sagte, dieser ist weiser. Der erste Sohn hat zwar die Halle gefüllt, aber mit lauter Müll und Dreck und Abfall. Der zweite Sohn hat mit dem Licht die Halle gefüllt. Und seht ihr, liebe Geschwister und Freunde, das ist auch die Bedeutung, woraus wir lernen können. Das ist kein biblisches Gleichnis, sondern eine Begebenheit aus Indien, aber wir können daraus lernen, womit füllen wir unser Leben, diese Halle unseres Lebens? Mit wertlosem Müll und Abfall, wie diese ausgepressten Zuckerrohre, oder mit dem Licht, das bis in die letzte Ecke leuchtet? Seid Kinder des Lichts und nicht des Abfalls, der Sünde, des Bösen. Und es gilt also, dass wir wirklich ein Leben führen, wo andere auch unser Licht wiedersehen, dass wir nur reflektieren, dass wir empfangen von dem, der selber das Licht der Welt ist, nämlich Jesus Christus. Er ist das wahre Licht. Nur er kann unsere Herzen erfüllen. Nur er kann auch in dieser Welt, die so dunkel ist, sein Licht hineinscheinen lassen und noch viele herausretten aus der Finsternis und Verlorenheit. Liebe Seele, was wird man einmal über dich und über mich sagen? Wird man sagen, das war ein fleischlicher Mensch, der nur für sich gelebt hat, egoistisch, mit Ellbogen andere zur Seite geschoben, der in der Sünde gestorben ist, in der Verlorenheit, der das Vergnügen mehr liebte als Gott? Oder wird man über dich und mich sagen einmal, es war ein geistlicher Mensch, der in seinem Geist das ewige Leben wiedergespiegelt hat, das hier schon beginnt auf Erden, sobald wir Jesus Christus im Glauben in unser Herz nehmen durch den Heiligen Geist. Ein Leben in Hingabe und Opferbereitschaft. Ein Liebe, das die Liebe Jesu erwidert, in der Liebe zum Herrn und in der Liebe zum Nächsten. Die sich hingegeben haben für den anderen in Hingabe, Opferbereitschaft und sich selber unter den anderen stellen und nicht über ihn, so wie es im Wort heißt. Das wird einmal die Frage sein, womit haben wir unser Leben gefüllt? Mit Müll oder mit Licht? Und füllen lassen? Ich möchte noch 2 Beispiele bringen, ein negatives und ein positives. Zunächst für dieses fleischliche Leben, das keine Beziehung zum Herrn hat. Eines Tages, so wird uns einem Traktat berichtet, berief der Teufel eine weltweite Konferenz ein. Und der Teufel sprach zu seinen dunklen Engeln, den Dämonen, wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Kirche zu gehen, etwa an Erntedank oder Weihnachten bei den hohen Festen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen.
Aber wenn wir es schaffen, dass sie aus der Verbindung zu Jesus herausfallen, dass sie keine Gebetsverbindung mehr, keine Stille und keine Ruhe mehr haben, um das Wort zu lesen und zu beten, dann werden wir Erfolg haben. Wir haben vorhin ein Gedicht gehört, wie hektisch es zugeht, leider auch sonntagmorgens manchmal. Und wo fehlt uns dann oft die Stille wirklich für die Beziehung zum Herrn? Und was beschloss nun diese Konferenz der Dämonen, des Teufels? Steht ihnen ihre Zeit, damit sie keine Beziehung zum Herrn pflegen können, damit sie fleischliche und keine geistlichen Menschen sind, wo nur Müll, aber kein Licht ist. Und dann fragte die Engel, wie sollen wir das tun? Dann nannte der Teufel einige Beispiele. Er sagt zum Beispiel, haltet sie immer mit unwichtigen Dingen beschäftigt, damit sie nicht zum Wesentlichen kommen. Lenkt ihre Gedanken aufs Haben wollen. Kaufen, kaufen, kaufen. Shopping-Business ist nicht verboten, ja, wir müssen ja auch was kaufen. Aber das Herz kann ja nur noch damit beschäftigt sein. Oder schaut, dass sie von der Arbeit nicht mehr herauskommen. Tag und Nacht arbeiten, möglichst auch beide Elternteile, dass die Kinder auch niemand mehr zu Hause haben, so wie es heute leider gang und gäbe ist. Oder dass die Ehemänner abends gar nicht mehr nach Hause kommen. Dann werden die Familien zerstört, dann wird auch der Glaube zerstört. Und sie haben keine Zeit zum Bibellesen. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Denn die Kinder, das ist ja heutzutage für viele nur eine Last statt eine Freude, aber im Gegenteil, es ist in Wirklichkeit ja das größte Geschenk, das wir vom Herrn haben dürfen. Die Kinder auf Erden, das größte Geschenk. Gleich nach der Erlösung und nach unserer Ehefrau. Und dann sollen die Gedanken dauernd abgelenkt sein vom Wort Gottes. Merkt ihr es auch manchmal, wenn ihr die Bibel lesen wollt und beten, dann kommt gerade was Wichtiges, dann klingelt es oder das Telefon oder man hat irgendwelche Geräte laufen oder Smartphones und was es heute alles gibt. Aber man liest gar nicht mehr das Wort Gottes, was das Wichtigste wäre. Oder auch Zeitungen. Ich habe viele Zeitungen abbestellt. Wir hatten über 60 Zeitungen und auch Zeitschriften. Jetzt haben wir nur noch 20, ist immer noch zu viel. Ja, aber versucht auch hier euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und auch in der Freizeit, was tun wir da? Natürlich dürfen wir uns auch erholen, aber heute werden Menschen oft davon abgelenkt, in die Schöpfung Gottes zu gehen. Stattdessen, es ist nicht grundsätzlich verboten, aber man muss sich fragen, gehe ich lieber in die Schöpfung, in den Wald, oder gehe ich lieber zur Sportveranstaltungen, zu Vergnügungsparks, in Kinos oder irgendwo, mich zu zerstreuen, aber wo ich nicht mehr die wunderbare Schöpfung Gottes sehe und vielleicht zum Nachdenken komme über Gott als Schöpfer. Man kann ja auch schon in der Schöpfung eine Gottesahnung erringen, nach Römer 1. Ja, auch die Werke Gottes, die Spuren sind noch in der Schöpfung zu sehen, obwohl sie durch die Sünde auch mitgefallen ist. Also der Teufel sagte, immer beschäftigt halten, dann werden sie nicht zum Beten kommen, nicht zum geistlichen Leben. Und deshalb, liebe Geschwister, ich sage es auch von mir selber, es ist jeden Tag ein geistlicher Kampf, sich diese Zeit abzuringen, das Wort Gottes zu lesen, zu beten, auch Kranke und Arme und leidende Geschwister zu besuchen oder anzurufen. Es ist immer eine Zeit, die wir aufbringen und auch gastfrei zu sein. Aber alles das sollten wir tun und auch dadurch den Herrn verherrlichen. Dann wird eine reiche Ernte über unser Leben stehen. Ein positives Beispiel, wir haben ja heute sowieso Zeit, wir sind zusammen, aber ein bisschen länger dürfen wir machen, aber ich will nicht viel überziehen. Eine alte, fromme Frau, Ernst Modersohn berichtet von ihr, er ist schon längst beim Herrn und er hat sie selber kennengelernt, dieser Bruder. Diese alte, fromme Frau, sie war ein Friedensmensch und man fragte sie, worin ihr Geheimnis besteht. Und sie antwortete, ich habe gar kein Geheimnis. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wenn ich am Morgen mich wasche, dann sage ich im Gebet, Herr Jesus, so wie ich mich jetzt mit Wasser wasche, so wasche du mich mit deinem Blut, dass ich gereinigt und bewahrt in diesen Tag gehen kann. Und wenn ich mich anziehe, sage ich, Herr Jesus, so wie ich jetzt die Kleider anziehe, so ziehe du mich an mit dem Rock deiner Gerechtigkeit. Und wenn ich die Stube ausfege, wenn also die Tagesarbeit schon läuft, dann bete ich, Herr Jesus, so wie ich jetzt die Stube ausfege, so fege du den Sauerteig meines alten bösen Wesens aus meinem Herzen. Und wenn ich das Feuer anzünde, dann sage ich im Gebet, Herr Jesus, so wie ich jetzt das irdische Feuer hier anzünde, so zünde du das Feuer des Heiligen Geistes in meinem Herzen an. Das ist mein Geheimnis.
Und sie betete ohne Unterlass, so wie das Wort Gottes sagt, in allen Dingen. Hast du auch ein solches Leben, dass du dem Herrn immer wieder sagst, alles und mit ihm bereinigst, dein Leben reinigen lässt durch sein Blut, das Blut des Lammes Jesus Christus? Viele beten vielleicht am Morgen, kürzer oder länger, aber dann ist irgendwie alles vergessen. Man lebt dann für sich selber, man denkt nicht mehr an Gott. Und das ist eben falsch. Manchmal ertappe ich mich auch dabei, dass ich jetzt ein paar Stunden nicht mehr gebetet habe. Und dann hole ich das nach, spätestens beim Tischgebet oder beim Autofahren, wo wir auch vorher beten, werden wir immer wieder daran erinnert, wir sind in allem von der Bewahrung des Herrn abhängig. Geistlicher oder fleischlicher Mensch, was wird die Ernte deines Lebens sein, liebe Seele, und auch meines Lebens? Und jetzt noch ein letzter Vers, wir haben es vorhin bei der Kinderdarbietung schon gehört, in Offenbarung 14, Vers 15, der dritte Punkt noch kurz, die Ernte der Welt. Die Ernte der Welt. Offenbarung 14, 15 lesen wir, ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Ja, es wird eine Zeit sein des Gerichts und für die Christen auch des Preisgerichts. Und da wird gefragt, hast du auf das Fundament Jesus Christus Wertvolles gebaut oder oberflächlich nur dem Herrn gedient? Hast du Gold, Silber und Edelsteine geistlich gesprochen darauf gepflanzt oder nur Holz, Heu und Stoppeln? Wir predigen hier keine Werkreligion oder Leistung, aber es steht so in 1. Korinther 3 über das Preisgericht. Der Herr wird uns fragen, haben wir, auch wenn wir schon Christen sind, wenn wir gerettet sind, dem Herrn wirklich von Herzen gedient oder das Leben so geführt, dass es doch oberflächlich war und nicht wirklich eine reiche Frucht für die Ewigkeit bringt? Diese Frage möchte ich heute jedem von uns mit auf den Weg geben und uns dem Segen des Herrn dann auch anbefehlen. Wir wollen noch uns erheben und dann lade ich noch ein zu einer Gebetsgemeinschaft. Überall bist du Herr, Ehre sei dir in Ewigkeiten, überall.
auf dem Weg, der mich zum Himmel führet. In dem Herzen wohnt dein Geist, Lieder, die du uns verleihst, sind unergründet. Überall bist du herum, grenzenlos, bist der Schöpfer aller Orts, bist in deinem Wort beständig. Du, der du in den Herzen wohnst, auf der Erd und Himmel thronst, sollst verherrlicht.